Hey, ho, irgendjemand hatte die fantastische Idee, mir irgendwie unter die letzte Folge von Street Fighter Cross Mega Man irgendwelche Fragen zu stellen. Da musste irgendjemand anders nachziehen und jetzt bin ich dazu gezwungen, eine FAQ-Folge zu machen, die ich gar nicht angekündigt habe, weil ich eigentlich keine FAQ-Folge machen will, weil das alles nur in schwachsinnigen Fragen endet. Aber auch egal, ich beginne mit Omega 20-73-6. Wie kommt das Leuchten zustande, wenn Mega Man einen Schuss auflädt? Ganz einfach, seine Unterhosen reiben sich aneinander und fangen an zu vibrieren und deswegen leuchtet es. Deswegen, außerdem besteht Mega Man aus Lampen. Warum sind für Mega Man seine Köpfe Lives? Weil Mega Man der Vorgänger von Cell ist und damit er sich wieder regenerieren kann, braucht er einen Kopf. Und wenn er kaputt ist, dann wächst aus seinem verbleibenden Kopf ein neuer Körper. Deswegen können wir dann weiterspielen. Warum töten Stacheln Mega Man instant? Ganz einfach. Die Stacheln bestehen aus Toblerone und Mega Man ist irgendwie mit einem Hund verwandt und deswegen stirbt er, wenn er daran kommt und leckt. Haben sie eine Anti-Mega Man-Polarisierung? Nein, sie sind spitz. Wie ist die Story in diesem Mega Man-Teil? Nicht vorhanden. Warum kann Mega Man kein Martial Art, um seine Kontrahenten zu smashen? Weil er eine fucking Kanone hat! Wer ist stärker, Pikachu oder Glurak? Harry Weinfurt. Woher kommt immer dieser Rush, der immer irgendwo bei Mega Man erscheint? Aus dem Tierheim. Wie passt Proto Man in diese Story? Gar nicht, deswegen ist er nicht dabei. Warum kann Blanka Melonen beschwören? Weil er ihren wahren Namen kennt. Ist daher über alle Melonen? Nein, nur über diejenigen, deren Namen Waren erkennt. Wirtschaft. Warum gibt es in diesem Street Fighter zu wenige Brüste? Weil es in allen Street Fightern zu wenige Brüste gibt. Wie isst man am besten Kartoffelsalat? Mit dem Mund. Hat Mega Man nur ein Buster? Ja, Dolly. Und wenn ja, warum ist er jedes Mal an dem anderen Arm? Weil es ein Austauschbuster ist. Was ist eine Käsefußgiraffe? Lecker. Wo sind die fehlenden SF-Charaktere? Im Kino? Wo bleibt mein Minecraft-LP? Hab ich noch nicht abgebaut. Wie funktioniert die Teleportation von einigen Gegnern in dem Spielen? Sie verschwinden an der einen Stelle und tauchen auf der anderen wieder auf. Warum zerteilt sich Mega Man 8 Lampen, wenn er stirbt? Weil er aus 8 Lampen besteht, die lose zusammenhängen. Wenn er hinfällt, plops, halt. Warum muss Mega Man erst alle diese Bosse töten, bevor er den Erzbösewicht besiegt? Weil er sich andauernd verläuft. Kann er nicht einfach zum Bösewicht gehen und ihn verkloppen? Nein, er verlauft sich immer. Ist er wie Mario ein Drogensüchtiger? Wie soll denn das gehen? Er hat keine Nase und versucht mal irgendeine Spritze bei ihm in den Arm zu rammen. Bei einem Roboter! Stammt Mega Man ursprünglich von den McConnies und wollte ja auch mal die Welt beherrschen? Ja. Wieso hat Mega Man keine Superfähigkeit? Weil er eine fucking Kanone hat! Warum stelle ich so wenige Fragen über die Welt von SF? Weiß nicht. Liegt es daran, dass ich mich in ihr nicht auskenne? Wenn du dich in ihr nicht auskennen würdest, würden dir Fragen dazu einfallen. Also, kennst du dich daran aus und deswegen hast du keine Fragen. Und was genau sind Goombas? Pilze, die auf ihren Eiern oder auf ihren Füßen rumlaufen. Das hat die Wissenschaft noch nicht ergeben. So, Multi-Sunshine 100. Okay, mit Omega werde ich es nicht aufnehmen können, aber ich versuche mein Bestes. Gut. Nein, nicht gut. Stellst du mich Fragen? Wieso trägt Mega Man immer blaue Sachen? Weil es ein Junge geworden ist. Wieso zieht er andere Klamotten an, wenn er eine Fähigkeit von einem Gegner benutzt? Weil er einen Modentick hat, dass seine Schüsschen immer zu seinen Schüchchen und zu seinen Händchen passen müssen. Tuff, tuff. Wieso kann er die Fähigkeiten der Bosse erst nach den Kämpfen mit diesen erlernen, müsste er nicht schon während der Kämpfe eigentlich lernen können? Nein, er braucht deren Lampen, die er in sich einbauen kann. Bin ich die einzige Person, der das Gepiepste auf die Nerven geht, wenn Mega Man einen großen Schuss auflädt? Keine Ahnung, bisher weiß ich es nur von dir. Hat sonst noch irgendjemand Probleme damit, das Piepsen, wenn er irgendwie auflädt? Muss ich deswegen weniger aufladen? Fragen über Fragen. Das erfahren wir irgendwann mal, wenn Harry Weinfurt auf diesen Planeten aufschlägt. Mit Dinosauriern im Gepäck. Bis dann, ciao.